So, hallo und herzlich willkommen. Ich mache heute mal wieder ein Gym-Tutorial für euch. Und zwar werde ich euch heute mal zeigen, wie ihr Haare färben könnt. Erstmal habe ich mir hier ein Bild, ein lizenzfreies Bild genommen, bei Google gefunden. Könnt ihr zum Testen auch machen. Und naja, wie gesagt, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr hier die Haarfarbe halt verändern könnt. So, dazu öffnet ihr erstmal euer Bild und wählt direkt am Anfang dazu die schnelle Maske aus. Die findet ihr hier unten links in der Ecke. Schnellmaske umschalten. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt habt ihr die Schnellmaske und danach wählt ihr hier oben wieder den Pinsel aus, stellt hier alles auf volle Deckkraft und wechselt hier zu weiß. So. Und dann fangen wir jetzt mal an. So, wie gesagt, jetzt nehmt ihr euren Pinsel, wählt hier oben weiß aus. Mit voller Deckkraft guckt halt, der Pinsel ist natürlich jetzt viel zu groß. Dann machen wir uns den was kleiner. Ungefähr so. Mit STRG können wir dann das Bild noch ein bisschen ranscrollen. Jetzt fangt ihr halt an hier, das solltet ihr relativ, ich mache es jetzt mal etwas schneller, relativ genau machen. Fangt ihr hier an, einfach so mal so drüber zu skalieren. So. Also wie gesagt, das solltet ihr relativ genau machen. Desto größer ihr das Bild ranholt, desto einfacher ist das. Ich mache das jetzt einfach mal hier ein bisschen auf die Schnelle. So, das macht ihr halt mit den kompletten Haaren. So, da wird der Pinsel jetzt ein wenig zu groß. So. Okay. Wie gesagt, das könnt ihr halt nachher immer noch verfeinern, indem ihr die Pinselstärke halt verringert. Herangescrollt, wie ich das jetzt mal machen werde. Das ist etwas zu klein. So, wie ihr seht, könnt ihr dann hier noch in die Ecken genau gehen. Wie gesagt, ich werde das jetzt mal für euch soweit fertigstellen und dann geht es dann gleich weiter. So, wie ihr seht, habe ich das jetzt mal für euch fertig gemacht. Und wie gesagt, das ist halt, das sollte man recht genau machen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Haare und so. Also, das könnt ihr dann mit der Größe des Pinsels und mit Steuerungstaste und Mausrad raus und reinzoomen und dann halt dementsprechend genau machen. Aber so viel erstmal dazu. So, jetzt habe ich das erstmal hier ausgewählt. Jetzt klickt ihr wieder hier auf die Schnellmaske umschalten. So, und ihr seht ihr, dass die Haare so freigestellt sind. Das könnt ihr halt immer wieder korrigieren hier. Das gehört zum Beispiel auch noch zu den Haaren dazu. Und hier ist auch noch ein Stück. Aber wie gesagt, das könnt ihr halt. Ist je nach Frisur und Haare ziemlich zeitaufwendig. Aber nur mal so weit. So, nachdem ihr das gemacht habt, sieht das halt so aus. Je nach Frisur könnt ihr dann halt jetzt eventuell, da kann man halt gucken, wenn ihr wo drüber gemalt habt, über Auswahl ausblenden, hier etwas, die Auswahl etwas an den Rändern ausblenden, falls es irgendwo stark übersteht. Ich mache hier mal so ungefähr. Seht ihr, dann kürzt ihr das hier ab und hier und macht die Auswahl ein bisschen kleiner. Das ist halt auch ein bisschen Probiersache. So, nun legt ihr euch eine neue Ebene an, und zwar hier drüber. So, klickt diese Ebene hier oben an. So, habt ihr die Ebene angeklickt, geht ihr hier drauf und nehmt eine Farbe eurer Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal hier zum Probieren so ein ganz knalliges Rot. Klickt auf OK,
dann geht die auf Bearbeiten mit Vordergrundfarbe füllen, bumm, und dann sieht das Ganze erstmal so aus. Noch nicht besonders hübsch, aber da kommen wir gleich zu. So, wenn ihr das habt, dann geht ihr hier auf Auswahl und deaktiviert die Auswahl hier über Nichts auswählen. So, habt ihr die Auswahl aufgehoben, geht ihr hier oben auf den Modus Normal, also dann klickt hier auf diesen Farbmodus und dann hier auf weiche Kanten. So, wie ihr jetzt seht, hat er jetzt die Haare hier in diesem Rot eingefärbt. Das hier sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay, hier an der Seite hätte man noch was nachbessern können. Und hier auch. Aber ansonsten, man sieht ja, worauf ich hinaus will. Also es klappt schon ganz gut hier mit Rot. Und über die Deckkraft könnt ihr dann hier noch direkt, das seht ihr, dass es halt nicht so decken muss oder doch deckt. Wie gesagt, das funktioniert halt auch mit jeder Farbe. Wie gesagt, bei der Auswahl über die Maske, über die Schnellmaske muss man natürlich recht genau sein. So, also wie eben schon erwähnt, habe ich ja gesagt, hier ist noch einiges, was ein bisschen nicht korrekt ist. Das könnt ihr auch, ihr lasst die Farbe hier eingestellt und nehmt euch einen Pinsel, aber sucht hier halt einen weichen Pinsel aus. Hier, zum Beispiel hier diesen Circle Fuzzy. Dann klickt ihr euer Bild an. Scrollt ein wenig rein, so kann man das nachher beheben. Jetzt ist der Pinsel natürlich für hier etwas groß, etwas kleiner machen. So, und dann könnt ihr mit diesem weichen Pinsel zum Beispiel hier, wie ihr seht, das alles noch etwas ausbessern. Seht ihr so? Ja, also ist jetzt noch mal so ein zusätzlicher Tipp von mir, das kann man halt machen. Wenn ihr zu viel macht, könnt ihr das mit dem normalen Radiergummi wieder wettmachen. So, und dann machen wir hier noch eben ein bisschen. Aber wie gesagt, dafür ist halt der weiche Pinsel vonnöten. So, nehmen wir hier noch. Das sieht alles immer so ein bisschen schlimm aus. Machen wir es einfach mal so. Ja, das geht schon so. Also, das könnt ihr so im Nachhinein noch korrigieren. Wenn ihr jetzt wieder rausscrollt, seht ihr, das kann man halt machen. Und dann halt auch wieder hier über die Deckkraft. So. Nehmen wir mal ein bisschen kräftiger. So. Also, ihr seht, das Ergebnis kann sich schon sehen lassen. Ist natürlich auch eine Sache der Genauigkeit. Aber so fürs Erste ist es halt mal nicht schlecht. So, und sollte eure Korrektur, was ihr nachträglich korrigiert habt, seht ihr, das sieht jetzt hier so ein bisschen wie gemalt aus. Das könnt ihr dann, indem ihr hier auf den Radiergummi klickt, die Deckkraft hier etwas wegnehmt. Und auch hier weich einstellt. Dann scrollen wir nochmal rein ein wenig. Machen wir das ein bisschen kleiner. Das ist zu klein. So, und dann könnt ihr halt hier so ein bisschen klickt ihr hier halt so ein bisschen rein. Da könnt ihr das so ein bisschen Haaransatz, so ein bisschen damit es nicht so aussieht wie gemalt, die Kanten so ein bisschen, seht ihr? Die Kanten so ein bisschen weicher machen. So. Naja, okay. Nur, dass ihr es wisst. Also es ist auch ein bisschen Experimentiersache. Aber es ist okay. So, jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das halt so machen könnt, dass ihr die Farbe schnell wechseln könnt für auszuprobieren. Dafür klickt ihr hier einfach diese Ebene an und klickt hier auf Transparenz sperren. Dann wird halt nichts befüllt, sondern nur der Bereich wird befüllt, der schon Farbinformationen hält. Sprich, hier sieht man das, also unsere Einfärbung der roten Haare. Jetzt könnt ihr also hingehen und einfach, ich nehme einfach mal Türkis, so, und dann direkt über Bearbeiten und mit Vordergrundfarbe füllen. Seht ihr, könnt ihr das halt direkt wechseln und so halt rumprobieren. Nehmen wir mal, keine Ahnung, mal Lila. So, dann wieder bearbeiten und mit Vordergrundfarbe füllen. Ja, Lila sieht auch nicht so toll aus.
Und dann könnt ihr halt mal hier auch Transparenz oder wieder. Hier könnt ihr bei den Regeln halt die Transparenz einstellen. So leckt es halt gar nicht. Das ist das ursprüngliche Bild. Und hiermit könnt ihr dann auch halt ein bisschen rumspielen. Ist eine lustige Sache mal. Um irgendwelche Bilder, die man so geschossen hat, mal aufzupeppen. Hier nehmen wir, können wir es mal mit Grün machen. So, ja. Sieht auch nicht so toll aus. Also ist immer eine Sache. Also Rot war das schon, Rotton hat es da schon am meisten gebracht. Und nehmen wir einfach mal ein knalliges Rot wieder. So, ja. Bisschen weniger kräftig. Naja, so ist erstmal gut. Also so könnt ihr es dann machen. Aber die, also wie gesagt, hier die Transparenz für diese Ebene bitte sperren. Dann könnt ihr halt wild rumprobieren mit den Farben. Und wenn ihr dann zum Schluss, wenn ihr das alles gemacht habt, nochmal nachschauen wollt, wie das ursprüngliche Bild aussah, dann klickt ihr einfach diese Ebene hier ab, auf dieses Auge. Da seht ihr sowas vorher. Und so ist es halt nachher. So, also das war's dann mal von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es werden noch weitere GIMP-Tutorials folgen. Dafür, dass es ein kostenloses Grafikprogramm ist, was also nichts kostet, hat es doch sehr viele Möglichkeiten. Und naja, wie gesagt, die Grundvoraussetzungen habt ihr jetzt und den Rest müsst ihr halt probieren. Das ist auch viel, viel, naja, wie soll ich sagen, muss man sich viel selbst erarbeiten. Und naja, lassen sich einige lustige Sachen mitmachen. Also, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal.